Nach Abschluss der Bewertungen hat die Landesregierung die Finanzierung von 12 Forschungsprojekten genehmigt, welche an der dritten öffentlichen Ausschreibung teilgenommen haben. Das Land Südtirol versucht auch hier mit Forschung, Entwicklung und Internationalisierung der Wissenschaft im Land zu unterstützen. 161 Projekte wurden von 1500 Experten bewertet. Die Projektträger sind die Universität Innsbruck, auch die medizinische Universität Innsbruck, genauso wie die Universität Bozen oder eben die EURAG. Und insgesamt sind dabei 153 Projekte eingereicht worden, 131 haben die Standards erfüllt. 12 Projekte, die besten 12 im Ranking, die werden jetzt mit diesen Mitteln finanziert. Gemäß Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union hat die Landesregierung zum Schutz von Arten und Lebensräumen von gemeinschaftlicher Bedeutung Natura 2000 Schutzgebiete ausgewiesen. 35 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung sind in besondere Schutzgebiete umgewandelt worden. In Südtirol wurden zwischen 2003 und 2008 40 solcher Gebiete ausgewiesen. Insgesamt, wenn wir auf der nächsten Folie sehen, handelt es sich dabei um rund 150.000 Hektar Landesfläche. Und wenn wir jetzt eine Folie zurückgehen, dann sehen wir, insgesamt praktisch ist fast ein Viertel unserer Landesfläche geschützt. Da sind praktisch sind die Naturparke genauso dabei wie der Nationalpark und Biotope. Hingegen, was wir jetzt der Natura 2000, sind es rund 20% der Landesfläche, rund 150.000 Hektar, die als Natura 2000 Gebiet eingetragen sind. Die Landesregierung hat den Finanzplan der lokalen Entwicklungspläne im LIDA-Bereich des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum 2014-2020 genehmigt. Die von der Landesregierung gutgeheißenen LIDA-Gebiete, die Zugang zu den EU-Geldern haben, sind Finchgau, Südtiroler Grenzland, Sarntaler Alpen, Eisacktaler Dolomiten, Wipptal und Bustertal. Der Großteil dieses Programmes betrifft die Land- und Forstwirtschaft, aber auch ein sehr wichtiger Teil sind die Maßnahmen LIDA. Ist nicht neu, hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben und ist vor allem aus zwei Aspekten ein sehr interessanter Teil, eine sehr interessante Maßnahme. Zum einen, weil es viele Möglichkeiten offen lässt, weil normalerweise, wenn man von Förderungen spricht, spricht man davon, dass man irgendetwas fördert, damit irgendetwas gemacht wird oder eben nicht gemacht wird im Falle der Ausgleichszahlungen im Bereich der Landwirtschaft. Hier, diese Maßnahme lässt sehr vieles offen, lässt sehr vieles zu. Es geht vom Tourismus über Handwerk, über die generelle Entwicklung der Gemeinde, der Dörfer. Die Landesregierung hat die Ausbildungsrichtlinien für Wanderleiter genehmigt. Wer die Tätigkeit als Wanderleiter ausübt, kann die Eintragung in ein Sonderverzeichnis bei der Berufskammer der Bergführer beantragen, vorausgesetzt er hat eine diesbezügliche Ausbildung. Diese Ausbildung ist nun mit 120 Stunden definiert worden.